Ja, also ich muss sagen, als ich gerade im Publikum stand, ich war schon ziemlich nervös, aber es ist doch ein tolles Gefühl, wenn man weiß, dass man das, was man jetzt im Jahr erreicht hat, dass es gewürdigt wird. So. Also. Jetzt war 2015 ja sportlich für Sie schon ein sehr gutes Jahr, also meine Junioren-Weltmeisterschaft. Wie sind Sie mal jetzt so als lokaler Sportler, als bei so einem großen Turnier mitmacht? Ja, gut, also in meinem Boot saßen ja auch ganz viele lokale Sportler und man war schon sehr nervös am Anfang, aber man hat sich gegenseitig unterstützt und dann geht das auch. Jetzt haben Sie im letzten Jahr auch noch nebenbei das Abitur gebaut und eine Ausbildung angefangen zur Landwirtin. Als wir in die Vorrunde gebracht haben, waren Sie gerade Kühe melken, habe ich mir sagen lassen. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Ja, also zum großen Teil liegt es an meinem Chef, der ist wirklich top. Also wenn ich sage, ich habe noch Training, dann sprechen wir uns ab und dann frage ich, da kannst du hier Stall machen oder da und dann sage ich, klar, da kann ich, dann gehe ich vielleicht mal mittags trainieren. Und also das ist so der Hauptgrund, warum das so geht.